Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Multiplayer für Anfänger. Diese Lektion ist für Terraner-Spieler gedacht. Protoss und Zerg empfehle ich deshalb die für sie gedachte 11. Lektion. Ich weise nochmal kurz darauf hin, dass ich auf eventuelle Änderungen der Einheiten und Gebäude dieser Lektion im angepinnten Top-Kommentar reagieren werde. Direkt vorweg sage ich jetzt schon mal, dass ihr heute keine neue Angriffseinheit und im Prinzip auch keinen wirklich neuen Gebäude kennenlernen werdet. Das heißt natürlich auch, dass wir in dieser Folge wieder auf Marines und Marauder setzen werden, um unseren Gegner zu schlagen. Doch der Weg, mit dem wir dieses Ziel erreichen wollen, ändert sich ein wenig. Denn heute lernt ihr das Orbital Command, meist auch mit Orbital oder OC abgekürzt, auf Deutsch Satellitenzentrale genannt, kennen. Das Orbital Command lässt sich aus einem Command Center für 150 Mineralien upgraden, wenn eine fertiggestellte Barracks vorhanden ist. Das Grundgebäude Command Center ist auch das abgegradete Gebäude flugfähig und kann die Ressourcen von Arbeitern einsammeln. Eine Fähigkeit des Command Centers, die wir bislang allerdings auch nicht wirklich betrachtet haben, kann das Orbital Command allerdings nicht. Es ist nicht möglich, WWFs in das Orbital Command einzuladen. Dies ist beim Command Center möglich. Doch dass ich euch diese Tatsache bisher verschwiegen habe, hat einen einfachen Grund. Es ist so gut wie niemals sinnvoll, seine WWFs ins Command Center einzuladen. Daher trifft uns der Verlust dieser Fähigkeit durch die Transformation des Command Centers zum Orbital Command auch nicht wirklich. Das Orbital Command besitzt im Gegensatz zum Command Center Energie. Es startet dabei nach Fertigstellung des Upgrades mit 50 Energie und generiert dann ungefähr jede Sekunde knapp eine Energie. Genau genommen pro Sekunde 0,7875 Energie. So lange, bis es 200 Energie erreicht hat. Diese Energie kann für verschiedene Fähigkeiten genutzt werden, die ich jetzt nacheinander vorstellen werde. Die erste und auch die am meisten genutzte Fähigkeit heißt Call Down Mule bzw. Mule anfordern. Für 50 Energie lässt sich ein Mule, was übrigens die Kurzform für Mobile Utility Lunar Excavator oder auf Deutsch mechanische Universal-Logistikeinheit ist, rufen. Ein Mule ist eine temporäre Arbeitereinheit. Er kann zusätzlich zu den SCVs dafür genutzt werden, Mineralien abzubauen. Vespingas lässt sich durch Mules nicht abbauen. Um mit einem Mule möglichst effizient Mineralienfelder abzubauen, sollte der Mule direkt auf ein Mineralienfeld gerufen werden. Ein Mule erntet bei optimalem Einsatz während seiner begrenzten Lebensdauer bis zu 250 Mineralien. Der Mule kann mechanische Einheiten reparieren. Genaueres dazu werde ich noch in einer Extra-Folge ansprechen und ist selbst mechanisch und light. Anders als das WWF kann ein Mule nicht angreifen. Nach etwa 64 Sekunden stirbt ein Mule automatisch. Das ist jedoch nicht weiter schlimm, denn das Orbital Command generiert in dieser Zeit etwa 50 Energie, sodass direkt ein neuer Mule gerufen werden könnte. Alternativ zum Rufen eines Mules kann die Energie allerdings auch für die Fähigkeit Call Down Extra Supplies oder zusätzliche Versorgung anfordern auf Deutsch genutzt werden. Auch diese Fähigkeit kostet 50 Energie. Sie kann auf ein Versorgungsdepot angewendet werden. Die verfügbare Versorgung erhöht sich dabei um 8. Die Fähigkeit kann auf jedes Supply-Depot nur einmalig angewendet werden. Die dritte Fähigkeit des Orbital Commands kostet ebenfalls 50 Energie. Der Einsatz der Scannersuche bzw. des Scanner-Sweep auf Englisch zeigt die Einheiten und Gebäude im ausgewählten Bereich für eine kurze Zeit an. Getarnte Einheiten oder Gebäude werden dabei aufgedeckt. Aber auch mit dem Tarnungssystem werden wir uns erst in einer späteren Folge beschäftigen. Neben dem Orbital Command zeige ich euch heute noch zwei weitere Upgrades. Der Kampfschild bzw. Combat Shield kann in einem an einer Barracks angeschlossenen Tech Lab für 100 Mineralien und 100 Vespingas erforscht werden. Das Upgrade erhöht die maximale Lebensenergie aller bisher oder zukünftig gebauten Marines von 45 auf 55. Bereits gebaute Marines werden dabei nach Fertigstellung der Erforschung um 10 Lebensenergie geheilt. Ob die Marines über dieses Upgrade verfügen, lässt sich auch bei der direkten Betrachtung des Marines sehen. Marines mit dem Upgrade halten ein Kampfschild in den Händen. Das Concussive Shells bzw. Schockmunitions-Upgrade kann für 50 Mineralien und 50 Vespingas ebenfalls in einem an einer Barracks angeschlossenen Tech Lab erforscht werden. Nach Fertigstellung des Upgrades reduziert sich die Bewegungsgeschwindigkeit von Marauders getroffenen Einheiten um 50% für etwa eine Sekunde. Dieser Effekt lässt sich nicht miteinander multiplizieren,
Wenn also mehrere Marauder gleichzeitig das gleiche Ziel angreifen, wird die getroffene Einheit trotzdem nicht langsamer als 50% ihrer Bewegungsgeschwindigkeit. Stattdessen wird die Zeit, in der eine Einheit die reduzierte Bewegungsgeschwindigkeit aufweist, nach erneuten Treffen zurückgesetzt. Massive Einheiten oder Gebäude sind nicht von diesem Effekt betroffen. Näheres dazu erfahren wir auch in einer späteren Folge. Zusammenfassung: Das Command Center kann zum Orbital Command ausgebaut werden. Das Orbital Command besitzt drei Fähigkeiten. Mit Calldown Mule lässt sich ein Mule, ein temporärer Arbeiter, rufen. Mit Calldown Extra Supply lässt sich die Versorgung um 8 anheben. Die Scannersuche zeigt die Einheiten und Gebäude im ausgewählten Bereich an. Das Kampfschild-Upgrade kann im Tech Lab einer Barracks erforscht werden. Der Kampfschild erhöht dabei die maximale Lebensenergie aller bisher und zukünftig gebauten Marines um 10. Das Concussive Shells Upgrade kann ebenfalls im Tech Lab einer Barracks erforscht werden. Es reduziert für kurze Zeit die Bewegungsgeschwindigkeit einer vom Marauder getroffenen Einheit. Starten wir nun mit dem heutigen Build. Prinzipiell ist der Build der gleiche wie der in der letzten Folge. Doch er wird durch das Orbital Command sowie die Upgrades Combat Shields und Concussive Shells erweitert. Deshalb nenne ich den heutigen Build kreativerweise 3-Rex Marine Marauder Version 2. Beginnt also genau wie beim letzten Mal. Baut einen SCV, legt euer Hauptgebäude auf einen Hotkey, baut noch ein SCV, ein Supply Depot, noch zwei SCVs, dann die Barracks und die Refinery. Dieser Ablauf sollte inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen sein. Die Refinery saturiert ihr natürlich, sobald sie fertiggestellt ist. Baut nun so lange weiter WBF, bis ihr insgesamt 20 besitzt. Die aktuelle Anzahl an Arbeitern könnt ihr übrigens einsehen, indem ihr mit dem Mauszeiger über der Supply-Zahl hovert. Die dort erscheinende Zahl berücksichtigt alle Arbeiter, die schon fertiggestellt wurden. Außerdem werden aktuell im Bau befindliche SCVs berücksichtigt. SCVs, die sich hingegen in der Auftragsschleife des Command Centers befinden, werden nicht berücksichtigt. Baut nun, sobald es eure Mineralien zulassen, zwei weitere Barracks. Wenn die erste Barracks abgeschlossen ist, gebt ihr den Reaktor in Auftrag. Nun kommen wir zum ersten großen Unterschied im Vergleich zum Bild vom letzten Mal. Sobald die erste Barracks fertiggestellt ist, befiehlt ihr den Ausbau des Command Centers zum Orbital Command. Klickt dafür den entsprechenden Hotkey nach Auswahl eures Command Centers. In der Transformationszeit können übrigens keine weiteren WBF in Produktion gegeben werden. Baut noch ein Depot. Sobald das Orbital fertiggestellt ist, solltet ihr den ersten Mule rufen, indem ihr den entsprechenden Hotkey drückt und auf ein Mineralienfeld links klickt. Falls ihr euch da mal verklicken solltet und den Mule aus Versehen nicht direkt auf ein Mineralienfeld gerufen habt, könnt ihr einem Mule übrigens ganz normal wie einem WBF mit einem Rechtsklick zum Abbauen von Mineralien schicken. Ab jetzt solltet ihr, immer wenn es eure Energie erlaubt, einen Mule auf die Mineralienfelder rufen. Nach Fertigstellung der beiden Barracks gebt ihr jetzt zwei Tech Labs in Auftrag. Produziert nun aus der Barracks mit Reaktor Marines. Sobald die Tech Labs fertiggestellt sind, solltet ihr das erste Tech Lab mit einem Linksklick auswählen. Erforscht hier nun das Comet Shield Upgrade mit einem entsprechenden Hotkey-Druck. Das gleiche macht ihr jetzt noch im anderen Tech Lab mit dem Concussive Shells Upgrade. Da beide Upgrades einmalig relativ viel Gas kosten, müsst ihr vermutlich ein bisschen darauf warten, dass das Upgrade in Auftrag gegeben werden kann. In der Zwischenzeit könnt ihr allerdings ebenfalls Marines aus den beiden neuen Barracks bauen. Das macht ihr, weil ihr ja das Gas für die Marauder sowieso gerade nicht verwenden wollt. Trotzdem sollten eure Produktionsgebäude nicht untätig sein. Die logische Konsequenz ist der Bau von Marines aus den Barracks mit Tech Lab. Sobald ihr allerdings die Erforschung beider Upgrades initialisiert habt, solltet ihr bei der Produktion aus den beiden Tech Lab Barracks wieder auf Marauder wechseln. Außerdem solltet ihr die Basis eures Gegners zwischen Minute 3 und 4 einmal scannen. Dies macht ihr, indem ihr eure Kamera an den Zielort bewegt, euer Orbital auswählt und den entsprechenden Hotkey drückt und an der Zielstelle links klickt. Welche Gebäude und Einheiten dort stehen, ist für euch später von Bedeutung. Noch müsst ihr daraus aber keine wirklichen Konsequenzen ziehen. Der Scan im heutigen Bild ist eher dafür gedacht, dass ihr die Fähigkeit einmal genutzt habt und deshalb wisst, wie sie funktioniert. Den Nutzen aus dieser Fähigkeit werde ich euch erst in einer späteren Folge näher vorstellen. Damit haben wir im Prinzip auch schon wieder alle Neuerungen im Bild untergebracht. Denkt daran, wieder konstant Marauder und Marines zu bauen, so wie ihr es auch im letzten Bild kennengelernt habt. Denkt auch daran, regelmäßig Supply Depots zu bauen. Solltet ihr mal den Bau eines Depots vergessen haben und nun Supply Blocked sein und noch genug Energie im Orbit Command haben, könnt ihr einen Supply Calldown anfordern.
Klickt dazu auf den entsprechenden Hotkey und linksklickt im Anschluss auf ein Supply Depot. Dies solltet ihr immer dann machen, wenn ihr ein Supply Depot vergessen habt. Dies sollte jedoch wirklich nur eine Notlösung sein. Es ist in der Regel immer besser, die Versorgung mittels neuer Supply Depots zu erhöhen und die Orbital Energie für Mules einzusetzen. Greift wieder an, wenn ihr 70 Supply habt. Während ihr weiterhin Einheiten produziert, könnt ihr mal kurz eure Armee beim Kämpfen zuschauen. Achtet dabei vor allen Dingen auf den Angriff der Marauder, damit ihr die genaue Wirkungsweise des Concussive Shells Upgrades sehen könnt. Jetzt gibt es natürlich noch einmal den gesamten Bild mit den Timings rechts in der Liste. SCV. SCV. Supply Depot. SCV. SCV. Barracks. Raffinerie. SCV. 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 Barracks, Barracks, SCV, Reaktor, Orbital Command, Supply Depot. Tech Lab, Tech Lab. Marine, Marine. Marine, Marine. Combat Shields. Marine, Marine. Supply Depot. Concussive Shells. Ab jetzt regelmäßig Marauder und Marines bauen, Angriff bei 70 Supply. Das war's wieder für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr nun wieder auf die Zusammenfassungsfolge aller 11. Lektionen klicken. Unten rechts gibt's ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, macht's gut, tschüss!